Ich durfte bei der Entwicklung von diesem guten Stück hier mitarbeiten. Was ich da gemacht habe, was das ist und wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Und damit Hallihallo, ihr Lieben. Hier ist mal wieder euer Lars und ihr schaut BDVR Gaming. Und wenn euch Virtual Reality interessiert, dann seid ihr hier genau richtig. Ja, und heute geht's mal darum. SKV Rival, der liebe Lars, hat mich mal wieder kontaktiert und gesagt, ich würde gern diesen Casual Gunstock auch für die Pico Neo 3 Link rausbringen. Und da habe ich gesagt, na klar, das kriegen wir hin. Also habe ich ihm quasi Maße geschickt, die Controller ausgemessen und ihm die Maße geschickt. Und daraufhin hatte er einen Prototypen ausgedruckt, der so, naja, ich sag mal, der war schon ganz nett, aber ja, so der letzte Funke hat noch gefehlt, ne? Die Controller waren ein bisschen zu locker hier drin. Es war dann hier drüben auch noch so eine, naja, wie soll ich sagen, wie so eine Nase, die extra nochmal hier das Ganze irgendwie halten sollte, die dann aber auch nicht so wirklich schön aussah. Und dann habe ich dem lieben Lars gesagt, pass mal auf, ich bin jetzt eh eine Woche auf dem Rockharz, ich pack dir meine Controller ein, schick die dir zu und dann misste die nochmal vernünftig aus und bastelst das Ding hier. Und gesagt, getan, die ging in die Post und nach dem Rockharz quasi, also perfektes Timing, habe ich das Ganze wiederbekommen. Und ja, jetzt fällt hier auch nichts mehr raus. Wackelt nicht, klappert nicht. Und ich denke, damit könnten wir jetzt mal eine Runde drehen. Wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann Abo, Däumchen, Glöckchen, Kommentar. Alles herzlichst willkommen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie sich der Casual Gunstock von V-Rifle für die Pico Neo 3 Link schlägt. Und wir sind in Arizona Sunshine am Badestrand von Nevada. Ach nee, Arizona natürlich. Oh mein Gott. Da unten steht schon so eine Badenixe. Und wir werden jetzt gleich mal versuchen, mit diesem guten Stück hier denen die Köpfe wegzupusten. Ich denke, das könnte ganz gut werden. Als erstes nehme ich das Teil aber mal in die linke Hand, weil ich bin Linkshänder. Und klack, klack. Halten das fest und visieren an. Da war die Rübe weg. So, und nochmal. Und die zweite Rübe war weg. So, und die dritte Rübe war auch weg. Das funktioniert auch schon mal wunderbarstens. So verdammt Ja. heiß. Oh, Unser keine Freddy Muni da mehr. nimmt ein Sonnenbad. Hey Freddy, Nee. mach's schon. Leeres Magazin auswerfen. Warte mal, wie ging das? So ging das. Und einfach ranhalten. Und den machen wir mit einer Hand platt. Rumstig. Ha! Geil. Leute, fühlt sich gut an. Man muss sich wieder ein bisschen hier an diese Klickgeschichte gewöhnen, aber das kriegt man relativ schnell wieder raus. Und ich hin an Felsen laufen. Ja, ich brauche da immer ein paar Schüsse, aber es funktioniert. Auf diese Distanz kriegen wir hier die Köpfe weggehauen. Alter Verwalter. Jetzt wird er wohl runterklären. Da war er wieder weg. Leute, geil. Also, was soll ich sagen? Ne? Das ist eine geile Nummer. Diese Dinger, die waren bei der Quest 2 schon cool und auch hier bei der Pico Neo 3 Link funktioniert das wunderbarstens. Ich habe natürlich diesen beidhändigen Waffenmodus hier eingestellt,
Und ich habe gerade gesehen, auf welche Distanz ich hier Hirn verteilen kann. Von daher, this is really nice. Und auch diese Magneten hier, ne? Man muss, ja, das kriegt man verteilen. Das ist eine Übungssache, eine gewöhnliche Sache. Ein Radio. Ein Radio, macht keinen Quatsch, da steht ein Radio. Aber das kriegt man ganz schnell aus und dann hat man das Ding hier wieder in der Hand und kann hier halt auch wirklich sehr dicht. Also ich weiß gar nicht, wie dicht ich hier noch. Ohne dass das Ding jetzt. Wirklich geil. Du kannst halt hier wirklich sehr dicht ran. Du kannst du durch die Optik durchschauen. Und damit richtig geil rumsnipern. Ja, gehe aber jetzt nochmal auf die Brücke hoch, weil da oben konnte man auch noch schön rumballern. Fühlt sich echt nice an, ehrlich. Ohne Witz, ihr Lieben, ohne Witz, das ist okay. Hier in die Köpfe wegzublasen. Oh. Und ihr seht, es ist mittlerweile hoch. Wo sind meine Karte? Yes! Also das macht Bock. Das macht wirklich Bock, auf die Distanz so geil treffen zu können. Ich denke, das wird mit normalen oder besser gesagt ohne diese Hilfe schwierig, da die beiden Controller so perfekt zu halten. Aber neue Knarre. Boom, ausgecheckt. Du kommst mir gelegen, mein Freund. Nehmen wir die mal hier dran. Nehmen die mal. Ja, und das fühlt sich halt auch wirklich, ne? Das fühlt sich gut an. Also immer, wenn ihr rangeht, lasst erstmal die Hand noch lose, geht ran und bam. Und dann habt ihr die Knarre perfekt ausjustiert. Und es fühlt sich wirklich gut an. Das fühlt sich so vom Halten her, fühlt sich das echt nice an. Es ist schon geil. Es ist schon geil. Also dieses Stück hier hat mir eh immer mega gut gefallen. Die Geschichte mit der Brücke. Und ja, was soll ich sagen? Die Dinger gefallen mir auch wieder sehr gut. Für die Quest 2 verfügbar, für die G2 verfügbar und nun auch für die Pico Neo 3 Link. Wir quatschen nochmal kurz im Studio. Ah, na komm, Baby. Geil. Ja, ihr Lieben, in Arizona Sunshine machen die Dinger unglaublich Spaß, weil man schön rumsnipern kann. Und auch in jedem anderen Spiel, wo man Zweihandwaffen im Spiel hat, kann man die Teile wunderbar nutzen. Bei V-Rival selber auf der Seite gibt es mittlerweile schon für sehr viele Brillenzubehör, unter anderem mittlerweile auch für die Pico Neo 3, beziehungsweise jetzt die Pico Neo 3 Link. Und da findet ihr diesen schönen Casual Gunstock für 31 Euro plus Versandkosten. Wir können ja mal draufklicken und mal gucken, was dann hier im Endeffekt rauskommt. Ihr könnt die Farben euch auswählen. Krass. Okay, cool. Oh, Neongelb, Olivgrün, Militärgrün, Lila, Hellblau. Meine Fresse. Cool. Ich hätte gerne einen Orange, Lars. nee, Quatsch. So, und dann ganz wichtig, müsst ihr dem Lars natürlich sagen, mit welcher Hand ihr zockt, welche eure dominante Hand ist. Rechtshänder oder Linkshänder? Ich bin Linkshänder, darum habe ich hier auch einen für links bekommen und das funktioniert wunderbar. Jetzt packen wir den mal in den Warenkorb und gucken mal. So, und da kämen noch 4,99 Euro Versandkosten drauf, also wäre bei 35,99 für diesen Casual Gunstock von V-Rival für die Pico Neo 3 Link. Also, wenn ich mir so andere Gunstock-Preise angucke, denke ich, ist das eine sehr faire Nummer. Und dann geht es ganz schnell über PayPal zum Beispiel und das Ding ist bezahlt, wird gedruckt, verschickt und kommt
relativ schnell zu euch. Der Lars ist fix, muss ich ganz ehrlich sagen, was solche Sachen angeht. Was ich natürlich noch dazu sagen möchte, das ist alles 3D-Druck. Ne? Also das ist ja jetzt kein gegossenes Material oder sonst irgendwas, sondern alles aus dem 3D-Drucker. Aber trotzdem alles entgratet. Man reißt sich hier nirgends die Finger auf oder irgendwas. Ne? Der Magnet hier vorn ist extrem stark. Also da passiert gar nichts. Der findet sich auch wunderbar von alleine. Also wenn man da ein kleines bisschen, ich denke mal so Viertelstunde, 20 Minuten damit zocken und ihr habt diesen Weg auch unter der Brille innerhalb von kürzester Zeit gefunden. Ja, ansonsten sind die Teile relativ leicht. Sie machen die Controller natürlich noch mal ein bisschen schwerer, ein bisschen sperriger, aber man kann trotzdem auch mit einzeln mit den Controllern hantieren. Das ist überhaupt kein Problem, weil die Teile halt oder das Teil halt so auseinanderklappbar ist. Ne? Es wird ein bisschen schwerer, aber ich denke, man wird da trotzdem nicht gleich innerhalb der ersten halben Stunde Flügel lahm. Also, ne? So schwer sind die Teile dann auch wieder nicht. Und der Lars schickt hier auch meistens noch so kleine Moosgummi-Kleber mit, die man dann quasi so Moosgummi-Pads, die man dann quasi hier noch reinmachen kann. Ich habe mir zum Beispiel hier vorn und hier vorn jeweils einen reingeklebt. Innen natürlich, ne, ist klar. Und damit sitzen die echt schön fest hier. Also hier kann, ne, die fallen euch nicht raus oder sonst irgendwas. Die sitzen da wirklich gut. Und von daher, ich finde die Teile mal wieder sehr nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Kleine, feine Idee, preiswert und trotzdem vom Nutzen her fantastisch. Weil, ihr habt es gesehen, man kann auf große Distanz wunderbar Gehirn verteilen. Ja, ihr Lieben, das soll es auch schon gewesen sein. VR Rifle und der Casual Gunstock für die Pico Neo 3 Link. Ich finde ihn cool, der Preis passt. Wenn ihr schon immer mal ein bisschen präziser unterwegs sein wolltet in Ego-Shootern mit euren VR-Controllern, dann ist das Ding hier genau das Richtige für euch. Wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann Abo, Däumchen, Glöckchen, Kommentar. Alles herzlichst willkommen und wir sehen uns definitiv bald wieder. Ich wünsche euch was, macht's gut. Bye, bye.